Im östlichen Westfalen liegt die Hochfläche des Sintfeldes. Zu Pferd ein Erlebnis. Aber vor allem auf Schusters Rappen hat dieses Gebiet einiges zu bieten. Denn der Sintfeld-Höhenweg erschließt diese blühende Landschaft, über der sich ein Wetter zusammenbraut. Schauen wir, was das Sintfeld zu bieten hat. Der Regen speist auch die Tuffquellen. Kohlensäure im Wasser löst Kalk im Untergrund. Kommt das Wasser an die Oberfläche, ziehen Pflanzen wie die Quellmoose die Kohlensäure heraus. Der Kalk fällt aus und überzieht Teile der Pflanzen mit einer dünnen Schicht. Im Südwesten geht das Sintfeld ins Almebergland über. Hier ergeben sich grandiose Ausblicke. Wie wäre es mit einem Picknick zwischen Schafen mit Blick auf das Almetal? Ein Stück weiter, ebenfalls mit Blick auf die Alme, steht die Burgruine Ringelstein. Sie ist keine Ruine, die Wewelsburg, Deutschlands einzige geschlossene Dreiecksburg. Überall im Kalkgestein des Untergrundes sind Risse und Höhlen. Wenn eine Höhlendecke einstürzt, dann entsteht eine Doline, ein Krater im Boden. Eine weitere geologische Besonderheit sind die Bachtäler, in denen nur selten ein Gewässer fließt. Nur bei Starkregen sprudelt hier das Wasser. In der übrigen Zeit verschwindet es in den Spalten des Untergrundes. Quer durch das nördliche Sintfeld zieht sich eine Geländestufe. Hier tritt die Ablagerung aus dem Turonium vor etwa 90 Millionen Jahren zutage. Im Frühjahr leuchtet Löwenzahn der nährstoffreichen Wiesen auf dem Mergel vor der Turonstufe. Im Osten, da wo das Sintfeld an das Eckegebirge stößt, blühen die ersten Galmeifeilchen. Hier wurde früher Zinkerz abgebaut. Der Boden ist schwermetallhaltig. Auf dem giftigen Untergrund gedeihen Spezialisten unter den Pflanzen, eben wie diese Veilchen, die weltweit nur hier zu finden sind. Wo noch Feldgehölze und Ackerrandstreifen vorhanden sind, brütet ein typischer Singvogel des Sintfeldes, die Goldammer. Deutlich seltener ist der Neuntöter. Dieser Vogel pflegt Beuteinsekten als Vorrat auf Dornen zu spießen. Doch zurzeit wandert alles in die hungrigen Schnäbel der Brut. Ebenfalls selten geworden
Ein Feldsperling füttert seine Jungen in einer Baumhöhle. Der Sommer ist gekommen. Üppig blühen die Randstreifen dort, wo das Sintfeld sein ursprüngliches Angesicht bewahrte. Für zahlreiche Insekten und Schmetterlinge sind diese Feldraine ein Lebensraum. Kleine Äcker mit unterschiedlicher Bewirtschaftung bilden eine abwechslungsreiche Landschaft. Erntezeit im Sintfeld. Nun sind die Mähdrescher unterwegs. Es ist Winter geworden. Im Süden des Sintfeldes tritt nun manchmal das Rotwild auf die Freiflächen, um zu äsen. Mit dem Erscheinen der ersten Blüten des Lerchensporns an der Alme kommt der Frühling ins Sintfeld. Ein neuer Jahreszyklus beginnt.